Mit Operation Sapphire Schakal hat das Entwicklerteam von Relikt den bis jetzt größten Patch angekündigt. Versprochen wurde eine unglaublich hohe Anzahl an Bugfixes, Quality of Life Improvements und Anpassung der Spielbalance sowie brandneue Features und mehr Content. In einem Post auf der Homepage von Company Fios 3 steht, dass ein Großteil des Entwicklerteams genau an diesem Patch gearbeitet hat, während nur ein kleiner Teil sich um die Hauptfixes gekümmert hat. Weiterhin wird gesagt, dass man sich sehr genau das Feedback der Spieler angesehen hat, aber ob das alles so stimmt und was uns in den großen Updates erwartet, sehen wir uns jetzt an. Dann legen wir zuallererst mal los mit den Patch Notes. Der Patch Operation Sapphire Schakal ist der Patch 1.1. Als allererstes gucken wir uns die Bugfixes an und davon gab es natürlich unheimlich viele, deswegen habe ich immer nur ein paar Beispiele aus den verschiedenen Bereichen für euch rausgesucht. Wenn man jetzt zum Beispiel bei den Audio-Bugfixes guckt, dann sieht man, dass ziemlich viele der Fixes ziemlich banal waren. Wir haben hier zum Beispiel sowas, dass wenn man ein feindliches Fahrzeug geborgen hat, dass nicht mehr die Stimmen aus der gegnerischen Fraktion zu hören waren, sondern jetzt die der eigenen. Oder dass die US-Streitkräfte jetzt beim Rückzug Schritte von sich geben. Und genau dieses Schema zieht sich eigentlich über die ganzen Bugfixes beim Audio, dass wirklich Sachen gefixt wurden, wo man denkt, die hätten schon bei Release drin sein müssen. Bei der Kategorie visuell haben wir Bugfixes im ähnlichen Niveaubereich. Da haben wir zum Beispiel ein Problem, dass einfach der Hintergrund im Hauptmenü nicht angezeigt wurde. Ist mir jetzt nicht passiert, aber wenn es gefixt wurde, ist es anscheinend auch vorgekommen. Zudem wurden einige Texturprobleme im Spiel behoben. Zum Beispiel das Stuka-Fahrzeugwracks einfach komplett schwarz dargestellt worden. Ist mir so auch nicht passiert, aber wurde auch gefixt. Im nächsten Bereich Animation wurde so etwas gefixt, wie zum Beispiel, dass Pioniere, wenn sie verstärkt wurden, eine T-Pose gemacht haben. Also da standen wie ein T, linker Arm nach links, rechter Arm nach rechts, ne? Selbsterklärend, denke ich. Und das sollte eigentlich auch nicht bei Release da sein. Es wurden aber auch Animationen gefixt, zum Beispiel wie beim Nachladen, dass das leere Magazin einfach während der gesamten Nachladeanimation im Magazin gesteckt hat. Und ja, das soll jetzt nicht mehr der Fall sein. Im User Interface wurden auch einige Fehler behoben, zum Beispiel, dass wenn man sehr lange Chatnachrichten geschrieben hat, das hat dann anscheinend das Interface von dem Chatfenster zerstört und das hat sich einfach gedehnt und war nicht mehr wirklich ansehnlich. Und zu den gesamten Bugfixes zählt natürlich auch sowas wie, dass bei Gefechtsmissionen in der Sprache Japanisch die Kompanie nicht richtig angezeigt worden. Das hat man jetzt auch gefixt. Das hat man natürlich in die Patch Notes mit aufgenommen, einfach damit die Liste länger wird, denke ich, weil so Dinge macht man halt nebenbei, ne? Muss man die wirklich mit aufnehmen? Ich meine, das ist nice to know, aber für mich ist der Informationsgehalt jetzt nicht so wichtig. Auch bei den Maps haben sie einige Sachen gefixt. Zum Beispiel ist es so, dass wenn man einen Tiger-Call-In hatte auf der Map Winterlinie, das ist eine der beiden 4 gegen 4 Karten, dann ist er teilweise hinter dem Wehrmachtshauptquartier gespawnt und man konnte ihn dort nicht wegbewegen. Das heißt, man hat einfach mal alle Ressourcen versenkt. Und das ist auch wieder ein Punkt, wo ich mir denke, muss das sein? Und warum dauert der Fix so lange? Und hat Relikt nicht genug Erfahrung, um vielleicht zu sagen, dass man halt wie so eine Sperrzone hinter der Base einrichtet, wo halt nichts spawnen kann? Oder die Base von Prinzip aus ein bisschen weiter nach vorne geschoben hat? Weil es ist ja nicht das erste RTS, was die Firma entwickelt, beziehungsweise das Development Studio. Und im Bereich Gameplay wurde zum Beispiel ein Bug gefixt. Da ist es vorgekommen, dass während des Ziehens von schweren Waffen, zum Beispiel der großen Flak vom Duck, die wird ja von so einem LKW gezogen, wenn während dieses Transportvorganges die Crew der Waffe gestorben ist, dass man sie nicht mehr ersetzen konnte. Also auch nicht wirklich Änderungen, sondern eher Fixes. Und auch das zieht sich komplett durch die Gameplay-Changes bzw. Fixes, dass es einfach nur Fehler sind, die behoben wurden. Hier haben wir noch ein Beispiel, zum Beispiel, dass Anti-Luftstellung in der italienischen dynamischen Kampagne keine Schiffe mehr angreifen. Ne? Also ist das jetzt wirklich ein Improvement oder hätte das bei Release drin sein müssen? Ich kann das immer nur wieder betonen. Vorweg gibt es ein schönes Zitat von Relic. Für das Update haben wir einige Änderungen vorgenommen, um den Multiplayer- und Koop-Modus aufzumischen. Relic Entertainment. Und was haben sie denn für tolle Änderungen im Multiplayer vorgenommen, um das richtig aufzumischen und spannend zu gestalten? Naja, da fällt sowas rein wie, US-Bunker zeigen keine Veteranenleiste mehr an, ne, die konnten halt einfach mal Veteranenstatus erhalten. Ob das was an den Stats geändert hat, weiß ich nicht, ich hoffe nicht, ne, aber man weiß ja nie. Und das Wählen von einigen Commander-Fähigkeiten hat 1 CP zurückerstattet, das heißt, man hat für 3 CP was gekauft und hat 1 zurückbekommen, also für 2 effektiv. Und das sind natürlich extrem tolle Changes, die auf jeden Fall den Multiplayer-Modus bereichern werden, wie die das halt angekündigt haben. Der wahrscheinlich wichtigste Bereich ist der Balancing-Bereich und da ist es halt so, dass alle Airstrikes genervt wurden, fast alle, muss man dazu sagen, weil die halt überperformt haben. Das finde ich auch ganz gut, dass das gemacht wurde. Wir haben hier zum Beispiel von dem Briten Airstrike die Munitionskosten von 120 auf 180, der Schaden der Typhoon-Raketen von 200 auf 100 und die Anzahl der Typhoon-Raketen von 6 auf 5 pro Durchgang verringert. Da steht jetzt erhöht, da müsste verringern stehen, passiert. Und was auch hier auffällt, ist wieder die magische Zahl 50%, also von 120 auf 180 plus 50%,
von 200 auf 100, minus 50%. Das scheint so der Go-To zu sein, wenn irgendwas zu stark oder zu schwach ist und man will es anheben oder senken, dass einfach immer 50% genommen werden. Das ist uns nämlich auch schon im letzten Patch-Video aufgefallen. Wenn der Briten Airstrike genervt wird, dann natürlich auch der von der Wehrmacht. Stuka Anti-Infanterie-Schaden von 30 auf 20, minus 50%. Stuka Panzerabwehrschaden gegen Fahrzeuge von 50 auf 25. Wie viel Prozent sind das? Ich lasse es mal offen. Und die Feuerrate der Stuka Flugzeuge wurde von 15 auf 12 verringert. Also 50% als Allheilmittel. Das Duck hat einen kleinen Buff bekommen, wenn man so nennen darf. Die Munitionskosten von dem Airstrike wurden von 225 auf 180 reduziert. Und was hier halt spannend ist, dass die nichts an den Schadenswerten, an der Feuerrate oder irgendwas geändert haben. Das heißt ja zwei Sachen. Entweder das Ding war von vornherein zu schwach oder man hat es vergessen. Weil es macht keinen Sinn, das Ding halt ja günstiger zu machen, wenn es genauso stark performt wie die Airstrikes davor. Das wäre ziemlich sinnlos. Dann gab es noch einen ganz kleinen Neuer für die US Force Verstärkungsfähigkeit von der Luftwaffe. Und zwar, die Verstärkungseinheiten wurden von unendlich auf insgesamt 12 bis 15 geändert. Vorher konnte man halt alle Divisionen, so oft man wollte, reinforcen. Jetzt maximal 12 bis 15 Models hier ersetzt werden. Die Munitionskosten wurden von 80 auf 150 erhöht. Also fast verdoppelt die Kosten. Und die Verstärkungsrate wurde drastisch reduziert auf ein Model, das alle 4 Sekunden ersetzt wird. Das heißt einfach, ja, die Dauer, bis man ein neues Model dazu bekommt, wurde halt erhöht. Dann wurden natürlich auch die Pathfinders genervt, aber zu Recht. Die performen nämlich ziemlich stark über für den Preis, den man zahlt für sie. Da wurde die Rekrutierungszeit von 25 auf 33 Sekunden angehoben. Die Flare-Reichweite, also hier die Signalpistole, die euch Sicht gibt, die Reichweite wurde von 50 auf 40 verringert. Und damit sie die Fähigkeit überhaupt benutzen können, genauso wie die Gewehrgranate, müssen sie jetzt 30 Munition für ein Upgrade zahlen, dieses Spee-Upgrade. Und dann können sie erst die Fähigkeiten benutzen. Und die Verstärkungskosten von 25 auf 30 MP hoch. Den Rauchgranaten-Cooldown hat man von 120 auf 180 erhöht, wodurch diese dann natürlich seltener benutzt werden können. Aber was man halt nicht gemacht hat, man hat weder an den Leben was geändert, noch an der Genauigkeit, noch am Schaden. Also dass die sich trotzdem hervorragend gegen jegliche Infanterie halten, das hat man nicht geändert. Vielleicht hätte man da den Schaden so ein bisschen runterziehen können. Von den Leben her ist es ja okay, dass sie so viel aushalten, aber wenn die mir halt regelmäßig die Granadiere von der Wehrmacht wegdrücken, das ist halt gar nicht so cool. Der 76mm Sherman wurde ein bisschen verändert. Und zwar hat man da den AOE-Schadensabfall auf Shermans 75 Niveau reduziert. Das heißt, der Schadensabfall ist jetzt niedriger, wodurch er halt mehr Schaden macht, AOE. Das darf man nicht verwechseln. Und dann wurde noch die Schadensobergrenze für AOE-Modelle von 4 auf 3 gesenkt. Einen richtig, richtig dicken Nerf gab es dann für Stuck bzw. für den Karo Amato. Der wurde ja unglaublich stark gespammt. Und da hat sich Relikt Folgendes überlegt. Und zwar der AP-Durchdringungsbonus wurde von plus 90 auf plus 33 gesenkt. Das war hier die Spezialmunition, die man kurzzeitig in den Panzer laden konnte. Die Treibstoffkosten wurden von 45 auf 50 erhöht. Der Nachladebonus pro italienische Einheit in der Nähe von minus 10 auf minus 5% erhöht. Wobei Minus hier natürlich gut ist, weil die Nachladezeit dort kürzer wird, also wurde das verschlechtert. Der maximale Nachladebonus liegt jetzt nur noch bei minus 25% oder 5 Einheiten und die Feuerrate wurde reduziert. I'm escaping to the one place that hasn't been corrupted by capitalism. Space! Kommen wir mal zum Extra-Content, den Relikt uns sehr stark in dem Patch angepriesen hat und auch als ja, mysteriöses Feature geteasert hat. Und zwar geht es da um den Ingame-Store. Also was ist das jetzt genau, der Ingame-Store? Man hat hier einmal eine Ingame-Währung, die mit M dargestellt wird, das blaue M hier oben. Die kann man sich im Spiel durch Herausforderung verdienen. Was sind Herausforderungen? Herausforderungen könnt ihr euch ansehen, indem ihr hier oben auf die Medaille klickt. Da gibt es wöchentliche und tägliche. Die täglichen Missionen sind relativ kurz, je nachdem, wie schnell man das schafft. Und die wöchentlichen dauern halt meistens ein bisschen länger. Bei den wöchentlichen hat man dann meistens so Aufgaben, wie schalten sie 50 Fahrzeuge mit Panzerfahrzeugen aus. Also Dinge, die einfach ein bisschen länger dauern. Und bei den täglichen hat man wie so ganz kleine Challenges. Und jedes Mal, wenn man so eine Aufgabe abschließt, bekommt man dann rechts hier neben die Währung. Bei den täglichen ist das nicht so viel, man sieht hier 30 und 100, bei den wöchentlichen ist das ganz okay, da bekommt man 250 für. Die Herausforderungen an sich, finde ich, sind eine coole Sache, man hat halt ein bisschen was zu tun, hat wie so kleine Challenges, die können im Multiplayer oder in Custom Games erfüllt werden. Bis gestern ging das auch noch mit Mod, aber das haben sie jetzt natürlich direkt rausgepatcht, weil ne, sobald es an den Ingame-Shop geht, da sind die anscheinend relativ schnell hinterher, Bugs zu fixen. Das, was man hier ein bisschen kritisieren könnte, ist, dass bei den täglichen Aufgaben vielleicht nicht jeder Zeit hat, um die zu machen jeden Tag. Aber ansonsten finde ich, ist das ein cooles Feature und es ist ja auch sehr optional und man kann damit bestimmt ja auch jeden Skin erwerben, oder? Nein, kann man nicht. Weil, wenn wir das jetzt wieder zumachen, haben wir genau diese 4 Skins, die man damit erwerben kann. Das ist nämlich hier beim Store. Der Store ist in Angebote und Designs aufgeteilt. Bei Angeboten ist nur so eine kleine Preview. Und bei Designs gibt es dann alles. Und bei Angeboten sieht man halt die 4 Skins hier, die man sich mit den Punkten kaufen kann, wobei man dafür 1000 Stück braucht, das heißt ungefähr einer pro Woche.
Mehr ist nicht wirklich drin. Und hier bei Highlights ist rechts noch ein Countdown, der geht jetzt noch 4 Tage und 4 Stunden. Das heißt, der Countdown ist, glaube ich, immer auf 7 Tage gesetzt, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen. Und danach werden halt hier andere Skins erscheinen. Und ich weiß nicht, ob die nochmal auftauchen werden oder halt nicht. Falls sie nicht nochmal kommen sollten, ist das natürlich auch so eine heiklere Sache im Sinne von kauf's jetzt oder nie, ne? Und man sieht auch, hier sind nicht nur die 1000 Punkte, sondern man kann das natürlich auch für Echtgeld kaufen. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil man halt nicht pro Woche 4000 von diesen Punkten erspielen kann. Wenn man jetzt aber unbedingt alle Skins haben will, dann muss man natürlich in die Tasche greifen und Echtgeld rausholen. Abgesehen davon sind die Skins, die es hier for free gibt, sage ich mal, oder die man sich erspielen kann, jetzt auch nicht so ultra geil, ne? Das ist nämlich immer das Standard-Outfit in einer anderen Farbe. Wir haben hier den dunkelbraunen Pionier, den basaltgrauen Panzergranadier, lehmroter Speer und irgendwas von der Fußgarde von den Briten. Also nicht so ultra cool oder sage ich mal nicht mit so vielen Veränderungen wie hier die Leute aus der Devil's Brigade, die halt ein komplett neues Model bekommen haben, sondern eher so ein, ja, eine andere Farbvariante nur, ne? Aber gucken wir uns den Shop nochmal ein bisschen genauer an. Was gibt's denn überhaupt hier zu kaufen? Meistens sind es Packs, wie zum Beispiel das hier, das Wintertundra-Pack, wo ich mal in Frage stelle, ob das Sinn macht, in Wüstenregionen hauptsächlich Wintertarn zu tragen. Aber das ist erstmal nur zweitrangig zu betrachten. Wichtig ist, was haben wir denn hier überhaupt drin? Dieses Pack enthält, und hier ist es wirklich gut aufgegliedert, ein Skin für Granadiere, Jäger, Panzergranadiere, Stoßtrupp, MG-Trupp, Mörsertrupp, Panzerspähwagen, Panzer 4 und Wirbelwind. Hier ist aber nicht drin, dass es den Tiger hat, die Stucks fehlen, der Sniper fehlt, glaube ich, auch. Also man kauft hier ein gesamtes Package, aber man bekommt nicht für jede Einheit einen Skin. Hm? Und das zieht sich komplett fort. Ah, hier. Na? Was hier fehlt, kann man hier dazu kaufen. Hier hat man dann zumindest den Pionier. Wow, den Pionier gibt es nicht in dem großen Package. Hm? Man hat die Pack, Nebelwerfer. Hier hat man den Marder. Und trotzdem fehlen, glaube ich, die Stucks noch. Also selbst wenn man alles kauft, fehlt das Zeug. Und das setzt sich komplett fort durch die Fraktion. Hier auch beim Duck. Man kriegt hier den roten Recolor, wo hier vielleicht der Schütze ein bisschen anders aussieht. Bekommt hier Panzer 3, Panzer 4, Marder, Stuck und Tiger. Da muss man sich noch das hier dazu kaufen. Bekommt dann die Flak dazu, den Aufklärungswagen und hier hinten das Bergefahrzeug. Hier gibt es dann auch nochmal Panzerjäger, LE-Trupp, Sturmgranadiere und Sanitätswagen. Und das hier ist sowieso frech. Ich meine, 4000 Punkte. Mit ein bisschen Pech muss man dafür 4 Wochen farmen, für diesen einen Skin. Und er ist halt rot. Er ist halt ein bisschen rot. Und die Stucker zu Fuß ist jetzt auch nicht das Ding, was man in jedem Match baut. Das heißt, mit ein bisschen Pech hat man davon nicht mal was. Also das ist schon hart. Oder hier ein einzelner Scharfschützen-Skin, der hier anscheinend auch überall fehlt und dann nochmal als Extra-Skin kommt. Für 180 Kriegsanleihen nennen die das, glaube ich. Das ist schon heftig. Und ich glaube auch beim Duck, wenn man alle Sachen hier kauft, hat man nicht alles abgedeckt. Hier ist zum Beispiel nicht der Amato dabei, nicht die Bescalieri, nicht die Gustatori oder irgendwas dafür. Das heißt, selbst wenn man sich alles kauft, ne? Man hat nicht für alle Skins. Jetzt habe ich natürlich meinen Taschenrechner am Start. Wir gucken mal. Ich mache das hier mit dem Winter-Tundra-Pack. Wir haben hier 1900. Ich gehe mal die Reihen durch. Plus 540. Plus 360. Und für den Sniper nochmal 180. Dann kommen wir auf 2980 Kriegsanleihen. Also 3000. Wenn man jetzt hier oben drauf klickt, dann kann man gucken, wie teuer die sind. Und für 3000, das heißt, man nimmt hier das Super Package, was natürlich das absolut beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat, weil es das teuerste für 50 Euro ist. Also auch wieder so kleine Psycho-Spielchen, ne? Bin ich gar kein Freund von. Bei dem einen klappen die besser als bei dem anderen, aber muss das sein in einem RTS, wo man schon 60 Euro für bezahlt. Aber zurück zum Thema. Das heißt, für das Päckchen müssen wir mindestens mal das 5000er kaufen oder wir kaufen das 2.7er und das 600er. Natürlich wäre Relikt hier, dass man am liebsten das für 50 Euro kauft, weil da gibt es dann nochmal 1500 zusätzlich, ne, die es dann geschenkt gibt. Ja, also man sieht, es ist schon sehr drauf ausgelegt, dass die Leute am besten immer das nächst teure Päckchen kaufen. Und wenn man das aber in einem Päckchen kaufen will, dann hat man nur zwei Optionen. Entweder man nimmt das 2.7er und das 600er und hat dann 3300 Münzen, zahlt dafür 25 Euro. Oder man nimmt gleich das nächstgrößere, wenn man nicht kombinieren will, und zahlt einfach 35 Euro. Und die 3000 Punkte kosten dann also ungefähr 21 Euro. Und Leute, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das triggert mich auch ein bisschen. Das kostet ein bisschen mehr als 20 Tacken für so ein paar Skins hier, die nicht mal so ultra geil sind, ne? Ich meine, das ist ein Reskin. Vielleicht hat er hier irgendwo noch eine Tasche oder sowas, aber im Endeffekt ist es ein Reskin. Und der kostet schon 180 alleine. Und dann hat man trotzdem nicht für alles einen Skin.
Wie gesagt, hier fehlt zum Beispiel der Tiger. Also ich sehe den Tiger nicht. Und der wird auch nirgendwo aufgeführt. Das heißt, eins der Flaggschiffe von der Wehrmacht kommt dann einfach ganz normal rein. Das heißt, selbst die Einheiten untereinander, beziehungsweise die Einheiten untereinander passen nicht zueinander. Dann hat man welche mit Skin rumlaufen, manche ohne, ne? Und selbst das wirkt nicht ausgereift, das Shop-Konzept. Echt nicht. Also würden die das so machen, dass man, wie im ersten Teil, dass man das halt vielleicht gedroppt bekommt, hier und da mal ein Skin, zweiten Teil, sorry, dass man das hier und da mal gedroppt bekommt, so ein Skin, oder wirklich nur über die Herausforderung und man wird hier angemessen mit Punkten belohnt und kann sich dann auch diese Packages hier von mir aus mit der Ingame-Währung kaufen. Aber da ist man ja wirklich ziemlich stark limitiert auf die hier, die einzelnen Skin-Dinger oder halt hier das zurückgelassene Stucker zu Fußfahrzeug. Was dann aber 4000 kostet, also wirklich, entweder du spielst jetzt jeden Tag ohne Ende oder du kaufst dir das halt mal eben für 240 Dinger. Das haben wir halt bei jeder Fraktion, ne? Die sind auch nicht wirklich günstiger. Und das ist halt einfach übel. Also der Ingame-Shop, der ist wirklich darauf ausgelegt, nochmal ein bisschen Geld zu generieren und das finde ich halt irgendwie ziemlich frech. Und ich kann euch auch sagen, warum das wahrscheinlich am Anfang hier ausgegraut war, oben links der Store. Das kam nämlich jetzt erst nach einem Monat. Damit die ganzen Reviews ganz am Anfang noch nicht auf den Store wahrscheinlich eingehen konnten. Ich glaube nicht, dass der nicht fertig war. Ich glaube, das war eine der höchsten Prioritäten, die es mit bei der Entwicklung gab, dass man das im Anschluss monetarisieren kann. Und ich denke nicht, dass sie den jetzt in einem Monat zusammengebastelt haben oder da noch Dinge gefehlt haben, vielleicht so ganz kleine Kleinigkeiten. Aber ich denke, das war deswegen, damit am Release-Day die Leute nicht gleich in die Reviews schreiben, oh, der Shop ist viel zu teuer und dies und das passt uns nicht. Und das auch wie hier Zeitung wie die GameStar oder sowas, halt darauf noch nicht eingehen können. Die GameStar ist immer nur so medium cool, was Kritiken angeht, das ist mir bewusst, aber konnten sie ja nicht. Kommen wir nochmal zur folgenden Aussage von Relikt zurück. Wir haben genau das Feedback der Spieler angesehen und reagiert. Also was sagen denn die Spieler zu dem Update? Genau dieser Trend spiegelt sich auch in den Spielerzahlen wieder. Also hier haben wir ein kleines Diagramm mit den täglichen Spielerzahlen. Die Quelle ist von SteamDB. Und man sieht hier, dass man momentan 5430 Spieler online hat. Im Peak waren das über die letzten Tage so, ja, 7000 ungefähr, ne? Hier waren es noch 8000, hier ging es wieder ein bisschen in die Brüche. Und abends hat man, also wirklich spät abends, beziehungsweise morgens so um 6, ne, das ist anscheinend der Tiefpunkt, da hat man teilweise nur noch 3000 gleichzeitige Spieler. Komplett in Steam, ne? Und wenn man sich das langfristig anguckt, ich glaube 3 Jahre ist ein bisschen viel, so lange ist das Ding noch gar nicht da, machen wir mal einen Monat, dann hat man hier auch natürlich den Release, der ist immer ein bisschen überlaufen, ne? Das wird nie gehalten, der Release-Peak, oder nur ganz selten oder teilweise auch ganz selten übertrumpft. Aber wir haben hier halt den kontinuierlichen Abwärtstrend und sind jetzt hier bei 7000 gelandet. Wenn wir uns jetzt Company Furious 2 angucken, da gibt es momentan 5590 Spieler im 24-Stunden-Peak und online sind gerade 5174, also ungefähr 300 Leute weniger als bei Company Furious 3, aber die Spielerzahlen sind fast gleich mittlerweile. Und das hat schon einiges zu sagen, wenn den Vorgänger trotz neuem Release, und der ist jetzt noch nicht so lange her, einem Monat, immer noch so viele spielen wie jetzt Company Furious 3. Da sollte sich Relikt mal vielleicht Gedanken machen, warum der zweite Teil besser ankommt. Ich weiß, dass sie noch viel Zeit haben, daran was zu tun. Und das werden sie ja auch wahrscheinlich. Aber die Leute wollen ja nicht unbedingt neuen Content. Die wollen ja, dass der Content, der jetzt auf dem Markt ist, gut funktioniert. Dann wäre das auch wesentlich besser von den Spielerzahlen. Dann vielleicht noch alle 2-3 Wochen oder so eine Map dazu. Und dann ist das erstmal vernünftig. Dann kann man auch die restliche Zeit benutzen, um DLCs zu entwickeln, neue Fraktionen oder so. Dann würde keiner was sagen, wenn das Balancing passt. Alles gut. Aber sie kriegen es ja momentan nicht so richtig hin. Auch weil wirklich Spielermeinungen komplett ignoriert werden. Denn Relikt hat sich doch auch hier damit gebrüstet, eng mit diesen zusammenzuarbeiten, um ein Spiel zu entwickeln, welches möglichst nah an der Community ist. Vielleicht meinten sie damit ja auch primär den 1 gegen 1 Modus und das Spiel ist in dem besonders gut. Immerhin wollte man mit den Pros aus COH zusammenarbeiten und die sind natürlich auch zufrieden. Sind sie doch, oder? I purchased the Premium Edition over here, boys. I purchased this Premium Edition, okay? I expected that when buying the Premium Edition to get, you know, skins and content like this, like for at least the first 6 months to a year for free, because I purchased the expensive edition, the most premium edition you could buy, right?
now to say that that there's skins like immediately 1 month afterwards that I can't get unless I pay even more money into the game is a massive slap in the face. So I'm pretty pissed off about that, I'm not gonna lie. And the fact that they've done this shit before letting us get before putting in fixing like in-game names for the multiplayer guys. You know, when you play multiplayer, you can't see who's on your team. You don't know who's to the left of you, who's to the right of you. They haven't done the in-game proper proper chat rooms and stuff like in CO1. No in-game leaderboards right now. Observer mode, replay mode, player progression. You know, there's no player progression right now as well. So yeah, guys, I'm really not impressed with this store page, the storefront. It just feels like a slap in the face, as I said earlier, because it's only been a month since release, and it feels like Relic's priorities are in the wrong place with putting this store in our faces so soon after launch. Maybe, if Relic launched Company Heroes 3 in a really good state, bare minimum bugs with a lot of these features that we wanted, leaderboards and such, then I think with the storefront I would be fine with it. But because it's so soon after launch and how polished the game is, I'm not. And also because of the fact that people who bought the premium edition of the game kind of feel a bit scammed. I had a lot of people in my chat saying they felt scammed because they put they paid the extra amount of money to get more content, and for only 1 month on them to be asked, Relic asking them even for more money for skins, just feels like they've been taken advantage of, and it's just not on. So if I were Relic and I wanted to do the right thing and gain favor back with the community, I would gift for all the people, especially who bought the premium edition, they deserve at least probably 1,000 of these war bonds or something like that, just to show that they're trying and that they can. Und im Allgemeinen waren die Leute ja auch vor dem Update nicht zufrieden und da gab es schon viel Kritik. Und noch bevor das Update online ging, also hier die Operation, gab es ja noch ein Video vom Executive Producer und wir gucken mal an, was er im Vorhinein gesagt hat. Hi, I'm Steve Melli, Executive Producer of Company of Heroes 3. We are excited to share the first major update for Company of Heroes 3, which we've codenamed Operation Sapphire Jackal. This update includes a significant number of bug fixes, quality of life improvements, gameplay balance adjustments, and new features. While a part of our team was working on our post-launch hot fixes to address top issues, a lot of us were working in parallel on the content for this update. Rest assured, we've been listening to our players and are continuing to place a strong focus on community feedback as part of our development process. With this update, we're releasing a range of cosmetic options which will allow players to customize their armies and shine on the battlefield. All our launch cosmetics are historically inspired and call us biased, but we think they look fantastic. With our post-launch content, one of our goals is to ensure there is always a balanced mix of earnable and paid content available to everyone. But for now, we have made several changes to help shake up multiplayer and co-op. This includes a small set of targeted changes to address the strength of the US Forces Pathfinders, the Africa Corps M1340 tanks, and loiter abilities. That's just a taste of everything coming up in Operation Sapphire Jackal. Also fassen wir es noch einmal zusammen. Der Patch behebt Fehler, die bei Release niemals hätten existieren dürfen. Die Gameplay-Änderungen sind eigentlich Bugfixes und das Balancing ist auch eher so, wir gucken mal übers Gröbste drüber. Zudem wurden einige Fehler, die wirklich bekannt sind und teilweise auch wirklich rundenentscheidend sein können, oder zumindest situationsentscheidend, wie dass man die Flak noch nicht bemannen kann. Also mit Flak noch nicht bemannen kann, meine ich, dass wenn im Spiel kann es halt vorkommen, dass wenn ihr eine Flakstellung vernichtet bzw. die Crew auslöscht, dass ihr die zwar bemannen könnt, aber sie kann nicht schießen und sie kann sich nicht bewegen. Und das ist definitiv ein Bug. Ich glaube nicht, dass es gewollt ist. Und was die meisten Leute natürlich stört, man hat das Gefühl, ja, es wurde eine Beta zum Vollpreis von 60€ verkauft. Es fehlen immer noch viele Dinge, die Standard sein sollten, wie zum Beispiel eine Replay-Funktion oder dass man im Multiplayer-Spiel den Namen seines Mitspielers sieht, sodass man die Einheiten zumindest dem jeweiligen Spieler zuordnen kann. Die Namen wurden sich jetzt schon sehr lange gewünscht, aber Relikt reagiert darauf nicht und ich glaube auch, dass es nicht ganz so schwer sein wird, genau die Funktion bereitzustellen, weil das gab es ja schon. Und auch so von der reinen Logik wird es wahrscheinlich nicht so schwer sein, dass einfach im Interface noch der Name angezeigt wird, wem das gehört. Dann hat man in dem Upgrade noch den Ingame-Shop implementiert und wahrscheinlich, wie gesagt, nicht am Anfang, weil man bestimmt wusste, dass der nicht ganz so fair ist und dann die Kritiken schlechter ausfallen. Auch wenn die Kritiken von der GameStar und von IGN und Co. sowieso ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Außer die Reviews von Maurice.
Maurice ist toll. Aber das ist ja alles das Allgemeine drumherum. Wie sieht es denn mit dem Gameplay allgemein aus? Da muss man tatsächlich fair sein und sagen, dass Theora 3 schon Spaß macht, sonst würde ich es ja nicht spielen und ich werde es auch weiterhin spielen, denn das Gameplay an sich fühlt sich rund ein. Das Gameplay, nicht das Balancing. Aber das Problem ist das Balancing. Denn durch das aktuelle Balancing ist das Spiel nicht wirklich abwechslungsreich. Man spielt immer wieder dieselben Taktiken, weil es Taktiken gibt, die deutlich überperformen und zudem noch risikofrei sind. Es gibt in Company of Heroes 3 immer etwas, was deutlich zu gut performt. Nicht nur so ein bisschen zu stark, sondern wirklich so gut, dass es sich einfach nicht lohnt, andere Einheiten zu bauen, die vielleicht dasselbe können, nur deutlich schlechter. Ob das jetzt bei der Wehrmacht die Fallschirmpioniere sind, die einfach komplett die Granadiere ersetzen können. Und man nach diesen Fallschirmpionieren dann halt die Jäger raushaut mit AT, weil sie einfach gut gegen Infanterie und gegen Fahrzeuge sind und dadurch einfach wesentlich besser als die Panzergranadiere. Oder ob es beim Dark Degustatori waren und dann die Bescaleri und dann die Amato-Panzer. Bei der US Force haben wir die Pathfinder, die Flakfahrzeuge, Sturmpioniere und dann einfach auf Sherman Spam. Und die Briten haben ihre super gute Infanteriesektion und Tons of Stewards gepaart mit den gesamten Reserven der Alliierten, was Artillerie angeht. Zudem ist es so, und das gerade im 1 gegen 1, dass jede Luftlandedivision einfach überperformt. Man kann die überall landen lassen und es ist auch so, dass die zum Beispiel erst nach erfolgreicher Landung beschossen werden können. Früher konnten Models in COH 2 direkt aus der Luft abgeschossen werden. Jetzt funktioniert das nur, wenn man das Flugzeug zerstört, bevor die landen können. Und wenn man das alles nimmt, natürlich gibt es auch noch ein paar andere Strategien und so, aber das sind die, die mich am meisten ärgern im Insgesamten. Und man sich dann noch bewusst wird, dass es für jeden Modus nur ungefähr 2 bis 3 Karten gibt. Im 4 gegen 4 gibt es zum Beispiel genau 2 Karten. Dann werden die Runden schon irgendwann recht monoton und langweilig, wenn man immer haargenau dasselbe sieht. Jede Runde habe ich Jägerblobs, ich habe jede Runde habe ich die Infanteriesektion, die gespammt wird und dann kommen die Stewards, also es ist wirklich monoton. Und wenn wir dann noch beim Thema Blobs waren, die sind deutlich schwerer zu countern als bei Company of Heroes 2, da das MG nicht mehr wirklich seine Aufgabe erfüllt. Und dazu gibt es ein sehr gutes Video von einem englischen Channel, denn in diesem Video wird erklärt, warum das so ist. Um das Gröbste zusammenzufassen, wenn Infanterie unterdrückt wird und das MG aufhört zu schießen, ist die Infanterie fast sofort wieder kampfbereit. Andere Einheiten können die Einheit durch Beschuss dann nicht mehr unterdrücken, so wie es halt in COH 2 war. Da war es ja so, dass wenn das MG Einheiten gepinnt hat, selbst wenn das nicht mehr geschossen hat oder das Ziel gewechselt hat, solange man noch irgendwie die unterdrückte Einheit beschossen hat mit, keine Ahnung, Infanterie, mit Panzern oder irgendwas, dann waren die immer noch unterdrückt. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Hier nicht mehr, die stehen dann direkt auf und man kann sie weiter benutzen. Bei der Singleplayer-Kampagne kann man nur sagen, falls man sie beenden konnte ohne Bugs, ist das definitiv nicht mit Total War vergleichbar. Die Total War-Teile habe ich nämlich auch viel gespielt und die sind ein ganz anderes Level, auch von der Kampagnenkarte her. Das kann man nicht vergleichen. Und die Story-Elemente sind auch nicht mehr so gut wie in den vorherigen Teilen. Weil wenn man sich die Inszenierung der Kampagne mal anguckt aus COH 1 oder von mir aus auch 2, da ist viel mehr Drama, da ist viel mehr Action. Man fühlt sich halt ein bisschen mehr in die Kampagne reingesaugt und nicht so, ja, man spielt halt jetzt ein paar Missionen und dann ist halt gut. Den Versuch weiß ich zu schätzen und es macht anfangs auch Spaß und ich fand das auch cool und innovativ, aber gerade die ganz normalen Gefechte werden super schnell so monoton, weil man auch immer mit denselben Einheiten am Anfang startet. Man hat zwar die Division da, aber es ist halt nicht wie bei Total War, dass man sich eine eigene Armee baut und dann hat man halt nur die Einheiten, sondern es ist halt immer ein KI-Gefecht. Wenn man jetzt ganz viele Gefechte sowieso nur gegen die KI spielt, dann ist das okay. Ne? Wenn man quasi die Kampagne mal durchgespielt hat in 2 oder 1 und dann nur noch gegen die KI spielt, aber so richtig abwechslungsreich ist das nicht. Da hätte ich mir dann vielleicht doch lieber gewünscht, dass man einfach von mir aus diese Kampagnenkarte so macht, wie sie ist, aber die wirklich nur die Storygefechte durchspielt. Und die dann wiederum deutlich besser inszeniert sind. Also ich brauche keine mehr oder weniger Fake Open World oder sowas, die teilweise nur als Beschäftigungstherapie dient, sondern wirklich eine gut inszenierte Story, durch die man von mir aus auch linear durchgetragen wird, die so ein bisschen filmreifer ist und dann macht das Ganze auch Spaß. Also man merkt schon ein bisschen meinen Unmut zum momentanen Patch, aber das bedeutet nicht, dass ich denke, dass COH 3 an sich ein schlechtes Spiel ist. Das Spiel an sich ist ein gutes Spiel und es macht auch Spaß, wie ich schon mal gesagt habe. Nur man muss aufpassen, dass es nicht zum nächsten Dawn of War 3 wird, denn in Dawn of War 3, ebenfalls von Relikt, sind die Spielerzahlen nicht mehr existent. Relikt hat nach einigen Versuchen, das Spiel zu fixen und da haben sie auch wieder auf eigene Hand agiert und die Community komplett ignoriert, nur dass die noch ein bisschen nachtragender war. Haben sie es einfach aufgegeben. Keine Patches mehr, kein Content, haben das auch nicht ordentlich kommuniziert, sondern einfach nichts mehr an Zeit und Arbeit herein investiert. Dadurch sind natürlich die Spielerzahlen immer weiter gesunken, weil das Spiel an sich auch nicht so gut war. Und Relic halt, wie gesagt, nicht mehr der Meinung war, da irgendwie Arbeitszeit reinstecken zu müssen. Und dadurch ist das Spiel letzten Endes gestorben und es ist jetzt auch nicht mehr wirklich möglich, überhaupt irgendwie im Multiplayer-Modus eine Lobby zu finden. Und damit sich dieser Trend nicht auch bei COH 3 durchsetzt, muss Relic versuchen, die Wünsche der Community ernst zu nehmen und die auch umzusetzen. Da beschwert sich keiner, wenn das länger dauert. Man muss nicht unbedingt am nächsten Tag einen Fix für alles haben. Aber dass man halt eine Liste von Problemen hat, die bekannt sind, wie auch, dass man hier zum Beispiel die Spielernamen nicht sieht, das war ja von Anfang an war das bekannt.
und dass die das halt langsam abarbeiten. Es gab ja auch zwei gute Sachen beim Patch. Einmal, dass die Pings auf der Minimap im Multiplayer-Modus, die haben jetzt ein besseres akustisches Signal. Die sind immer noch kaum sichtbar auf der Karte. Das haben sie dann wieder vergessen. Aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Dasselbe gilt auch für die Teamfarben. Die haben sie ein bisschen verbessert. Die haben sie jetzt wieder in hell und dunkle Farben gemacht, so wie es in CoH 2 auch war. Und das sind ja gute Sachen und davon würde ich mir halt mehr wünschen. Dass die Änderungen, die in den Patch gebracht werden, natürlich Bugfixes kann man immer machen, aber auch Sachen sind, die sich die Community halt wirklich wünscht und dann auch gesagt wird, jetzt wird das Spiel besser. Und dass sie halt beim Balancing nicht mehr so hart übertreiben wie mit dem 50%. Von mir aus kann man auch mehrere kleine Patches machen, immer nach 3-4 Tagen, wenn man das Spielgeschehen ein bisschen beobachtet hat und sagt, okay, der Steward hat unterperformt, wir machen den 10% stärker, der performt immer noch unter, dann gibt es die nächsten 10% oder von mir aus auch, keine Ahnung, 3,7%, halt so viel wie man braucht. Bis man das Gefühl hat, das passt. Und das heißt jetzt, wir müssen auf den nächsten großen Patch warten, nicht nur auf so kleine Hotfixes, sondern wirklich das nächste große Update, was kommen soll und mal gucken, wann es kommen soll. Und dann wird man sehen, ob sie sich das jetzt wirklich mal zu Herzen genommen haben, weil die Kritik an dem Ding fällt jetzt nicht gut aus, weder von den normalen Spielern, noch von den Profis, noch von irgendwem. Und dann kann man sich ja nicht als Relikt hinsetzen und ein bisschen grinsen und sagen, alles gut, das Spiel ist auf einem guten Weg. Weil Potenzial hat es auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich genug geredet. Wie stehst du momentan zu Company Heroes 3? Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und schreib mir vielleicht auch mal rein, was du dir für den nächsten Patch wünschen würdest, wo du der Meinung bist, dass das Company Heroes 3 deutlich verbessern könnte. Bis dahin würde ich mich noch über ein Abo und ein Like freuen. Und macht's gut. Ciao.